Moin Moin Kinder, und willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 Farhaber. Wir haben von den guten Nakanos erfahren, dass ihre Tochter irgendwie verschollen ist. Und naja, sie wissen halt nicht, ist sie jetzt freiwillig gegangen oder wurde sie entführt? Irgendwie gibt es da viele Ungereimtheiten. Und das passt alles nicht zusammen. So, soll ich hier einmal im Bootshaus nachschauen? Bilderrahmen untersuchen. Das liebevoll aufgestellte Bild eines Leuchtturms wirkt hier fast fehl am Platz. Das stimmt, der ist mir gleich zuerst aufgefallen. Ah, einem Rahmen versteckten Schlüssel. Nice. Aber für was? Für was? Mal ein bisschen hier umgucken. Opas Notiz. Meine liebe Kazumi, solltest du den Safe nicht aufbekommen, findest du die Antwort hier im Bootshaus. Überleg, wo der Schlüssel sein könnte. So, so. Das ist also der Schlüssel, den ich gefunden habe. Kazumis letztes Holoband. Das hören wir uns doch mal an. Projektprotokoll. Ich selbst. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, wer oder was ich bin. Aber... mein Gott, wo fange ich an? Das Funkgerät. Ich hatte recht mit der Reichweite. Ich konnte ein Signal empfangen. Ein starkes Signal aus dem Norden. Da oben sind Leute. Sie sagen, dass sie alle Synths sind. Synthetische Menschen. Erschaffen vom Institut. Mhm. Sie wollen einen Ort für ihresgleichen bauen, an dem sie sie selbst sein können und an der Seite von Menschen als Synths akzeptiert werden. Das hört sich wunderbar an, aber dann ging es um mich. Und Fragen kamen auf. Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich meine, ich hatte schon immer ein komisches Gefühl, als gehörte ich gar nicht hierher und es gibt Dinge in meiner Kindheit, an die ich mich nicht erinnern kann. Und dann diese seltsamen Träume. Ich werde weggehen, mich mit diesen Zins treffen. Ich muss die Wahrheit über mich herausfinden. Sie haben gesagt, dass ich nach Norden in eine Stadt namens Far Harbor segeln soll. Von dort aus finde ich sie dann. So, so. Bist du fertig mit deinen Nachforschungen? Hast du was herausgefunden? Ja. Yeah. Far Harbor. Ich glaube, ich weiß, wohin Kazumi ist. An einen Ort namens Far Harbor. Sie ist so weit nach Norden? Meine Güte. Das erklärt, wieso sie das Boot genommen hat. Du darfst keine Zeit verlieren. Du musst ihr nach. Warte, hast du herausgefunden, warum sie gegangen ist, Detective? Mit wem sie gesprochen hat? Welche Rolle spielt das? So wie ich meine Tochter kenne, muss es einen Grund geben, dass sie gegangen ist, ohne uns zu sagen, wohin. Interessiert es dich nicht, ob sie gefunden werden möchte? Ach, du hast recht. Hast du Hinweise darauf gefunden, warum Kazumi weggegangen ist? Ich frag's einfach mal gerade heraus. Ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Bist du sicher, dass deine Tochter ein Mensch ist? Was soll das denn für eine Frage sein? Warum fragst du? Deine Tochter hat eine Gruppe Synths kontaktiert. Sie glaubt, sie sei eine von ihnen. Was? Das ist doch Irrsinn! Sie ist kein Synth. Sie ist unsere Tochter. Wir haben sie großgezogen. Ich habe sie zur Welt gebracht. Sie ist Fleisch und Blut, keine Maschine. Okay. Das habe ich auch gedacht, dass sie vielleicht ersetzt wurde, obwohl ich nicht weiß, warum. So funktioniert das mit den Synths, Mrs. Nakano. Sie ersetzen Menschen. Es könnte erst kürzlich passiert sein. Ich kenne doch meine eigene Tochter. Sie ist kein Synth. Das hatte ich befürchtet. Jemand vergiftet die Gedanken meiner Tochter. Du musst nach Far Harbor gehen. Nimm mein Schiff, es hat ein Lenksystem. Ein letztes Geschenk meines Vaters. Und es ist auf lange Strecken ausgelegt. Nice. Eine Bootsfahrt! Kriegen wir auch Seeungeheuer zu sehen? Ich weiß zwar, dass das Meer alles andere als sicher ist, aber das Schiff wird dich heil dorthin bringen. Zumindest hoffe ich das. Ich weiß, du hast keine Belohnung verlangt. Und wir haben auch nicht viel. Aber nimm das. Bitte, ich bestehe darauf. Wenigstens für die Spesen. Na, was für ein Schrott gibt's diesmal? Oh, 300 Kronkorken. Das finde ich gut. Aha. Wir sollten uns neue Munition beschaffen.
Davon kann man nicht. Ja, den Maul. Also ich kann tatsächlich auch optional den Fraktionen davon berichten. Ist aber nur eine sonstiges Quest. Ich werde den Leuten erstmal einen Scheiß davon erzählen. Ich möchte mir erstmal selbst ein Bild davon machen. Und wenn ich es dann für nötig halte, dem Institut oder wem auch immer darüber was zu erzählen. Bootsstörung aktivieren. Ab nach Fahrbar. Okay, fahren wir? Wir fahren und ich kann nicht sehen. Nice. Nice, nice. Ja, die Frage ist ja auch tatsächlich, also wenn das Institut... Ja, nicht das Institut... Ja, okay, aber wenn das Institut, ich sag's jetzt mal so, sie ausgetauscht hat. Was ja angeblich der Fall sein soll. Warum sollten die das überhaupt machen? Ich verstehe das nicht. Also ich könnte schon verstehen, dass das Institut Leute durch Sins ersetzt, die halt irgendwie wichtige oder... einflussreiche Positionen haben, aber irgend so ein Mädel jetzt einfach ist mir ehrlich gesagt ein bisschen unklar. Ich weiß nicht. Das sieht ja echt wieder sehr einladend aus hier. Ich frage mich, ob das Wasser hier auch radioaktiv verseucht ist. Und vor allem frage ich mich, ob ich einfach runterspringen kann. Oh, kann ich tatsächlich nicht. Ne, unsichtbare Mauer. Nice. Da vielleicht. Alles klar. Hier geht doch irgendeine übernatürliche Scheiße ab. Level up! Errungenschaft. Jetzt bleibt mal ganz ruhig, Freunde. Ich komme in Frieden. Du bist in Far Harbor. Wir bekommen hier nur selten Besuch. Bringen wir es hinter uns und dann verschwinde. Wir brauchen keine Schnorrer oder weitere Hilfe, Festlandbewohner, damit du wieder auf dein Boot steigen und verschwinden kannst. Alan, das ist nicht dein Dock. Es gehört der ganzen Stadt und daher sind Fremde willkommen. Tut mir leid. Für uns ist es gerade etwas schwierig. Aber Ellen hat recht. Nicht alle Besucher haben gute Absichten. Also, was willst du hier? Ich brauche Informationen über eine Synth-Zuflucht auf dieser Insel. Noch ein Reisender aus dem Commonwealth, der Arcadia sucht. Verdammt, da kommt die Seefahrerin. Da kommt was durch den Nebel! Hallo, hilf uns, die Stadt zu verteidigen. Dann beantworte ich dir alle Fragen. Nimm eine Position oben auf der Mauer beim Haupttor ein. Der Rumpf lässt uns nicht im Stich. Folge mir. Wo genau soll ich jetzt hin? Halt bloß nicht runter. Oh, anscheinend nur unten. Können wir dich vielleicht nicht rechtzeitig retten? Na, da irgendwo? Boah, jetzt geh doch einfach. Ah ja. Den okay. Rumpf! Da draußen ist was! Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Das ist keine Übung! Alter, was ist das? Was zum Teufel? Augen auf, Leute! Tor. Öffnet das Tor! Ich hab hier draußen Verwundete! Seefahrerin? Keine Zeit! Sieh in den Nebel! Sie kommen! Mein Gott, verteidigt euch! Macht euch bereit! Feuer frei! Schlinger! Alter, was sind das denn für höllenden Kreaturen, ne? Los, go! Da ist noch einer.
So, echt ein bisschen sehr dark. Oh Gott, es sind ja noch mehr. Alter. Bereich gesichert. Gut. Nein, Augen auf den Nebel. Da kommt was. Oh nein. Angler! Sammeln! Verteidigt den Rumpf! Ich glaube, wir werden beobachtet. Einfach mal draufballern. Ach, ich darf da Hauptsache nicht runterfahren. Ich glaube, das wäre ein bisschen uncool. Okay. Alles im grünen Bereich. Vorerst. Gut gemacht, alle. Öffnet das Tor. Sprich mit Captain Avery. Das war ganz schön krasser Shit, wenn ich ehrlich bin. Und wir werden noch mit Captain Avery reden, aber erst in der nächsten Folge, denn ich möchte gerne wissen, was hier für eine Scheiße abgeht. Was es mit diesen Sins auf sich hat und diesem komischen Nebel und vor allem, wo die gute Kazumi sich aufhält. Mehr dazu beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Fallout 4. Auf Wiedersehen.